Herzlich willkommen zu einer Meditation im Malen mit Aquarellfarbe. Ich zeichne jetzt hier eine Fläche. Sie symbolisiert einen Boden, den Boden, wo ich drauf stehe. Ich habe schön nass ausgemalt und ihr seht, die Farben, die Tupfen, die jetzt drauf kommen, verlaufen schön in dieser nassen Fläche. Ich genieße es, wie die Farben ineinander fließen. Das Entstehen von dem Muster. Das Blatt hat sich jetzt hier ein bisschen gewellt, weil es so nass ist. Darum hebe ich das Blatt an und die Farben weiterlaufen lassen. Ich einfach ergänzen. Mit den Farben, die ich gerade Freude habe. Ich lasse nochmal die Farben laufen. Das verändert das Muster auch spannend. Jetzt habe ich die Farben trocknen und male weiter dazu. Ich male mich, wie ich hier stehe, auf dem Boden. Für mich zeigt der Boden ein Felsenkliff. Und es ist so etwas ungewiss, der Boden. Wo fällt er plötzlich ab? Wo dreht er mich? Die Fragen stelle ich mir. Und ich merke, irgendwie habe ich etwas zu wenig Sicherheit auf dem Boden. Und darum mache ich mir Gedanken, was würde mir jetzt noch mehr Sicherheit geben. Und da kommt mir das Bild vom Schirm in den Sinn. Darum habe ich hier den Schirm gezeichnet. Es erinnert mich an den Bibelvers oder an den Psalm, wo drin steht, dass Gott mein Schirm ist, mein Schutz und unter dem Schutz vom Höchsten, unter seinem Schutz, bin ich geborgen, bin ich in Sicherheit. Durch den Gedanken dreht, male ich jetzt auch den Boden unter mir noch mal ein bisschen kräftiger aus. Also ich stehe fest und gut, da wo ich stehe. Und ich schreibe mir den Psalm oder den Teil vom Psalm dazu. Unter dem Schirm und Schutz vom Höchsten bin ich in Sicherheit. Ich brauche viel Sicherheit. Ich frage mich, prägen mich echt meine eigenen Sicherheitsvorkehrungen? Oder können die auch unerwartet wegfallen? Ich brauche den Schutz vom Höchsten, vom Allerhöchsten. Und so wende ich mich jetzt nochmal meinem Boden zu. Und ich merke, während ich hier ergänze mit Punkten und Kreisen, dass eine Leichtigkeit in mir aufkommt. Eine Freude, eine Sicherheit, dass ich gut stehe. Und meine Küstenlandschaft, die gefällt mir. Es gefällt mir, wo ich stehe. Es kommt eine Gewissheit in mir auf, dass es gut ist, so wie es ist und ich bereit bin. Ich hoffe, du bist durch mein Bild ermutigt. Auf welchem Boden stehst echt du? Welche Sicherheit trägt dich? Vielleicht magst du ja deinen eigenen Boden
dazu gestalten.